Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Watchdog Legion. Melde mich zum Dienst und nächste Rekonstruktion. C2S AR. Datenrekonstruktion läuft. Daten aus Optik, C2S-Kameras, Mikrofonen, Laptops. Meinst du, der SARS guckt damit manchmal Leuten beim Vögeln zu? Oder benutzt er es überhaupt für irgendwas anderes, als Leuten beim Vögeln zuzuschauen? Ja, und schon wird's plötzlich interessant. Shit. Kannst du deine neuen Freunde irgendwie loswerden? Sie vielleicht zu einem Töpferkurs einladen oder ihnen unangenehm persönliche Dinge erzählen? Ganz egal wie. Komm einfach nur heil am letzten Zielort an. Verdammt nochmal. Na schön. Übertragung abgeschlossen. Mir fehlt ein letzter Datensatz. Ich schicke dir die Koordinaten des nächsten Orts. Jo, auf geht's. Muss ich auch mal deaktivieren, dass er mir nicht jetzt die Hinweise dazu anzeigt. Kann ich auch einfach. Hat er. Der ist aber extrem krass vor mich reingezogen, ey. Mit diesen scheiß Drohnen. Die Drohnen dürfen den Server nicht zerstören, bevor ich fertig bin. Steig aus und kümmere dich um sie. Schieß auf sie, schmeiß Steine nach ihnen, mach sie psychologisch mit Cybermobbing fertig. Beschäftige sie einfach, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Lol, was war denn mit ihm? Wir setzen der Verfolgungsjagd ein Ende. Wo bleibt denn die Verstärkung? Mir reicht es jetzt! Server nicht ewig mit uns rumschleppen und unsere Spuren sollten wir auch verwischen. Red weiter. Ich werde die CPUs überladen und eine Spannungsspitze verursachen, die Batterie ruiniert. Der elektromagnetische Impuls sollte sowohl den Server als auch die Drohnen zerstören. Also hau lieber ab. Lustig, oder? Wir haben was geklaut, den Tyrannen dieser Welt das Leben etwas schwerer gemacht und das Wichtigste, ich habe ein neues Spielzeug. Dann geht's jetzt zurück zum Versteck. Sabine möchte ein Briefing mit dir und deinen neuen Teamkameraden abhalten. Mhm. Okay, und was ist das hier? Öffentlich zugänglich, Propagandastern, okay. Und wäre jetzt mit der Drohne übel easy, ne? So Propaganda stören, oder? Kann ich jetzt noch theoretisch mit dem Team wechseln? Ja.
Pizza. Bereit für die Action? Auf geht's. Wieso denn nichtsnutzige Drohne? Okay, das ist echt total unnötig. Hä? Frag ich mich, wo die andere Stelle ist. Okay, wenn ich das mit dem Spider-Bot, der da ist, machen soll. Ich sehe nur die Gegenstelle nicht. Oder bin ich blind? Da dachte ich, weißt du, wird das übel easy, wenn ich das mit dieser Person hier mache? Okay. Thank you.
Oh, irgendwie vom inneren Teil des Gebäudes dahin. Ja, es ist mir schon klar. Aber wo ist dazu die Gegenstelle? Da kommt der eine Spider-Bot raus. Warum war mir das nicht von Anfang an klar, hä? Mein Gott. So. Zack, Schnellreise. Haben schon genug Zeit in der Folge verschwendet, um das eine Propagandading hinzukriegen. Unglaublich, dass Alien diese Werbung ausnutzen wollte, um die Gedanken der Menschen zu kontrollieren. Wenn diese nette Firma doch gut. Oh. Anruf entgegennehmen? Doch drinne. Oh. Nee, doch nicht verlassen brauchen. Upsala. Hätte ich vielleicht vorher gucken sollen. Ups. Gute Arbeit, Team. Ist schön, dass sich das Versteck endlich wieder füllt. Der einzige Weg, um London vor der totalen Unterdrückung zu retten, ist der Wiederaufbau des Widerstands. Wir müssen rekrutieren, trainieren und unser Arsenal auffüllen. Die Leute warten darauf, aufzubegehren und ihre Stadt zurückzuholen. Wir müssen ihnen nur zeigen, dass DedSec auf ihrer Seite kämpft. Oh, das ist verständlich. Aber ich möchte nicht vergessen, warum ich mich angeschlossen habe. Und Albion PMC marschiert im Stechschritt durch London und schlägt dabei munter Schädel ein. Und diese Clan-Kelly-Gangster nagen das letzte Fleisch von den Knochen, das noch übrig ist. Wahr, aber denkt dran, dass da noch diese Zero-Day-Hacker-Gruppe ist. Sie haben DedSec schon einmal besiegt und sie werden es wieder versuchen. Ich glaube, dass sie die Anschläge verübt und DedSec beschuldigt haben. Mit eurer Hilfe werde ich der Sache auf den Grund gehen. Dann haben wir viel zu tun. Genug geredet. Befreien wir London. Jawohl. Ist jede Person anders ein Klein? Achso, allgemeinen Sachen. Okay. Ich habe Hinweise, mit denen wir mehr über Zero Day und die Anschläge erfahren können. Ich habe ein verschlüsseltes Signal der Toan-Konferenz abgefangen. Seit der Nacht der Anschläge.
Endlosschleife sendet. Untersuch das mal. Vielleicht kannst du ja die neue AR-Technologie nutzen, die wir gestohlen, die wir uns geborgt haben. Alles klar, machen wir doch. Und da hinten hin. Um das Gebiet zu befreien, müssen wir ja nur noch die Propaganda hier zerstören. Und dazu haben wir ja schon die richtige Person ausgewählt. Die links raus, ne? Irgendwie hat es mir mit in der Uniform besser gefallen. Meter brauchen wir aber noch ein Auto hier. Gut, dass so viele AI-Autos rumfahren, dass man die einfach klauen kann. Eine Drohne. Das ging diesmal easy. Für mein Meisterwerk. Zeit, das aufzupeppen. Unglaublich, dass Albion es wagt, ihre Propaganda auf dem Buckingham Palace zu verbreiten. Wenn das alles mal vorbei ist, könnte ein Ritterschlag für mich drin sein. Sir Beckley, klingt doch gut, oder? So darfst du mich jederzeit ansprechen. Naja, ist klar. So. Und da Freiheitskämpfer retten. Boah, ich glaube, das würde mit der Drohne zu lang dauern, da anzukommen. Geht's, weg da. Was war das?
geöffnet hat. Oh, schöne neue Maske. Ja, ich helfe doch. Vielen Dank. Eine Waffe. Eine Waffe. Na bitte. Ich glaube, du hast eine neue Freundschaft geschlossen. Wenn Albion jemanden einsperren will, ist dieser jemand gefährlich. Und mit gefährlich können wir was anfangen. Richtig. Ja. Mission gestartet wie ein Uhrwerk. Du hast es geschafft. Du hast es wirklich geschafft. Alle unsere Ziele in Westminster sind erledigt. Albion hat schwer getroffen. Und die Leute sagen, was sie denken. Uns hat sogar eine Parlamentarierin kontaktiert. Verzeihung. Wie bitte? Fand ich auch seltsam. Sie sagt, sie hat eine Idee, wie wir die Leute in diesem Bezirk ins Boot holen können. Du solltest sie treffen. Okay, dann wäre das wo? Ja. Dann wäre ich erstmal in die falsche Richtung geflogen. Sieht ein bisschen aus wie ein I8, aber mit einem halben Renault-Zeichen. Zu kontaktieren? Wusste nicht, ob ihr kommt, wo ich doch zum Establishment gehöre. Oder gehörte, bis Albion das Parlament aufgelöst hat. Ich wollte nur sagen, dass eure Arbeit in Westminster beeindruckend ist. Ihr habt den Leuten Hoffnung gegeben. Die Regierung ist schuld, wenn sie die Irren ans Ruder lässt. Das Wichtigste ist, dass Albion von der Bildfläche verschwindet. Das sehe ich auch so. Darum habe ich euch kontaktiert. Albion hat nicht nur das Parlament geschlossen, sie haben auch den Palast von Westminster und Big Ben mit ihrer Propaganda beschmutzt. Verstehst du, wie das aussieht? Wenn man den Kampfgeist der Leute wecken möchte, wäre es eine sehr gute Idee, den Glockenturm wiederherzustellen. Es wäre wirklich ein Signal, wenn wir etwas von Albion zurückholen. Das würde die Londoner inspirieren. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Es wäre toll, die Glocke wieder zu hören. Alles klar. Wie ein Uhrwerk. Okay, machen wir das. Um den Glockenturm ist viel Security, aber das sollte kein Problem sein. Schwieriger ist es, nach oben zu kommen. Ich bin für Vorschläge offen. Ein Spider-Bot sollte helfen. Ausschalten, sofort!
zum Frühstück verspeisen. Easy drinne. Der Weg zur Turmspitze ist trügerisch. Viele Zwischendecken und Gerüste. Leichter für 6 mechanische Beine als für 2 menschliche. Das wird ein Spaß. Achso. Richtig geiles Jump'n'Run gemacht. Du darfst ja jetzt nicht mehr verkacken, so weit wie man ist. Easy going. Weit ist der Weg denn bitte noch? Hätte ich ja fast mit der Drohne von außen besser hochfliegen können. Davon ist es. Oh. So sollte es gehen. Sehr schön. City of Westminster ist jetzt unser. Das war bewegend, wirklich. Die Schläge wieder zu hören, den Turm so zu sehen, wie er gedacht ist. Das bedeutet den Leuten in diesem Bezirk alles. Wir konnten nicht zulassen, dass Albion euch das nimmt, oder? Ich hoffe, dass das euren Bezirk eint. Er steht für unsere parlamentarische Demokratie. Und dass Albion ihn so geschändet hat, da war klar, was sie beabsichtigen. Vielen Dank, der Zec.
Ja, und damit würde ich sagen, war es das von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne eine Bewertung da. Gerne ein Abo, um mich zu supporten. Und natürlich die Glocke für euch, damit ihr demnächst nichts mehr verpasst. Bis dann. Haut rein.